Moin, moin, Leute. Willkommen bei Hand of Fate. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Lasst uns direkt loslegen. Ein edler Händler. Ich hoffe... Na, egal. Der kriegt eh nichts von mir. Die Waffe? Nee, niemals. Niemals. Ich gehe nach oben, würde ich sagen. Teuflische Fallen. Shit, wieso bin ich nicht auf den Laden gegangen? Okay, wir müssen uns probieren. Wir haben volle Lebensenergie. Und eigentlich, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also es könnte wesentlich schlechter aussehen. Ich glaube, diese Map hatten wir schon mal, ne? Oder? Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal, ob die Kamera diesmal mitspielt. Nein, die Map hatten wir noch nicht. Okay. Das ist ja total dumm, wie ich jetzt lang bin. Das mache ich nicht. So, okay, das hätten wir. Jetzt warte, hier muss ich eine Rolle durchmachen. Hier auch gleich. Ich muss da oben hin, wo das Feuer ist, wahrscheinlich. Ah! Okay. Schon wieder. Ah, hier ist ja schon der Ausgang. Schwein gehabt. Da hat trotzdem, ey, 28 Schaden wieder. Es ist unglaublich, wie viel Schaden ich jedes Mal hier nehme, wenn ich in diese scheiß Fallen reingerate. Okay, wir gehen nach hier oben, da gibt es nämlich ein bisschen Gold. Es ist die Höhlenrettung. Staub und drei Magier. Wir verhandeln. Ich biete 10 Gold. Die Piraten nehmen ein Angebot an, das Mädchen verspricht jetzt, um lange Vorräte im Wald zu hinterlassen und flieht dann in die Schatten. Okay, Schwein gehabt, Leute. Da hinten liegen Vorräte. Aber ich glaube, das ist der Ausgang hier, ne? Ich hau ab. Nee, komm. Ja. Wir nehmen den Weg durch den Wald. Und wir bekommen wieder einen neuen Fluch. Juhu. Midas Mahlzeit. Alle verdienten Rationen werden zu Gold und der Spieler isst Gold anstatt Ration. What? Okay, und wie viel Gold esse ich jedes Mal? Ein? Ich hoffe nur ein. 5 Gold esse ich jedes Mal. Dämonenhändler. Mal schauen, was der hat. Du verbringst eine unruhige Nacht voller Träume, die von mir sind. Das heißt, es ist... Alter. Ey, wir bekommen die Gesundheitsverlustkarte. Wehe, so eine 10er Fluchding. Scheiße. Ne, 15, okay. Was soll das denn, ey? Na gut, okay. Ruf nach dem Priester. On yourself by traveling with an empty stomach. Ey, wir gehen dran vorbei. Boah, aber das... Ich weiß nicht, ey. Das mit dem Goldessen finde ich nicht so cool. Du erreichst einen Handelsposten. Ich habe keine Ration. Zahle 12 Rationen. Hä? Okay, mal gucken, was passiert. Ich hoffe, du findest Gefallen daran. Ich tausche 3 Bärenfälle dafür ein. Ziehe eine Helmkarte. Ey, der hat jetzt die Ration abgezogen, Leute, obwohl ich gar keine hatte. Die Raserei des Soldaten. Angriffsgeschwindigkeit wird um 10% erhöht, doch auch die Cooldown-Zeit wird um 10% erhöht. Okay, vielen Dank für diesen wunderschönen Helm, den ich umsonst bekommen habe. Ja, warum nicht, ne? Teuflische Fallen. Wieso hasst der Geber mich so? Ach so, weil ich ihm auf die Fresse hauen will. Okay, ja gut, dann kann ich das verstehen. Ich hoffe, dass wir hier gut durchkommen. Okay, wir gehen erstmal hier oben lang, würde ich sagen. Okay. Wow! Nein! Ich dachte gerade, wir wären so schön durchgekommen, ne? Hier ist... Ah! Okay, da drüben ist die Treppe. Ein großes Ding, warte, hier am Rand. Ich gehe lieber sicher hier durch. Und ab zu der Treppe. Yay, wir haben noch 69 Lebenspunkte. 69, Leute. Ihr versteht, was ich meine. Okay, rauf zur nächsten Karte. Des Teufels Wahl. Scheiße. Der Schädelkönig ist nicht so schwer, deswegen wähle ich den mal einfach. Ich hoffe, dass ich wieder ein schwacher Held bin für ihn. Nein. Ich weiß nicht, woran er das festmacht. Ja, dann hätte ich natürlich die 6 Schädel genommen.
Und dann auch noch auf so einem kleinen Boot. Das ist Verarsche. Das ist unfair. Nein! Scheiß die wandern, Leute. Komm schon. Wow, gerade noch so im letzten Moment. Scheiße, Feuer. Bam. Ich glaube, das, nee, das Totem lebt immer noch. Ich will dieses scheiß Totem jetzt zerstören. Nein. Oh, scheiße, der spuckt Feuer. Und... Bam! Okay, das Totem ist kaputt. Das ist schon mal gut. Dann können wir jetzt hier in Ruhe kämpfen, würde ich mal sagen. Na komm. Ja, du willst blocken? Hier, ey. Ich zeig dir mal, wie man hier blockt, ey. Okay, läuft bei uns gerade ganz gut. Also könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Und sauber. Ha! Abgewehrt. Cockblocker. Cockblocker. Okay. Nein. Warte. Zack. Okay. 10 HP nur noch, Leute. Scheiße. Okay, aufpassen. Aufpassen, nicht in das Feuer jetzt rennen. Das wäre so mies gewesen. Vorsicht, unblockbarer Angriff. Wow. Und... Nein! Ich sterbe, oder? Oha, 3 HP. 3 HP. 3 HP. Wie viel halten? Nein! Ich wollte gerade sagen, wie viel halten die denn aus? Und da sind wir gestorben. Scheiße, ey. Und ich dachte, der Schuppenkönig wäre schwer. Ist das mies mit den ganzen Flüchen? Death comes for us all, though not of course for me. Wir haben ein neues Token hier dafür gewonnen. Endlich diese Wüste da. Für die Entdeckung eines Grabs, während du in der Wüste herumgeirrt bist, erhältst du... Ah, 25 Gold und die Wüstensekte. Okay, die sollten wir auf jeden Fall noch in das Deck aufnehmen. Warum eigentlich nicht? Face me. Again, you are a fool. Bin kein Narr. Ich bin ein cooler Typ. Until now I have shown so, Deckassistent. You would be best to test me no further. Die Wüstensekte kommt rein... Alte Friedhof. Verehrt in der Wüste. Hier, raus mit dem Scheiß. Na gut, Leute. Ich werde es jetzt nicht nochmal probieren. Wir probieren es aber gerne das nächste Mal erneut gegen den Kartengeber hier anzutreten. Für heute genug Niederlagen gesammelt, würde ich mal meinen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wie immer... Kommentare schreibt oder den Part unterstützt, indem ihr den Daumen nach oben kloppt. Und am meisten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Let's Play Hand of Fate. Bis dahin, haut da rein. Ciao, ciao.